damit hallo und herzlich willkommen zur Vorstellung vom neuen Cretaceous Predator Pack. Das hier ist die erste von vier neuen Spezies, der Concavenator. Hier kratzt und schüttelt er sich ein bisschen. Und hier sehen wir jetzt gleich die Sozialisieren-Animation. Er versucht ihn hier in das Segel zu beißen und wird dann voll angeschrien von dem anderen. Und jetzt ist er gerade auf der Jagd nach einer Ziege. Oh, die schüttelt er brutal, bis sie tot ist. Sehr cool, wie der da direkt zu der Beobachtungsgalerie läuft und da reinguckt. Jetzt jagen wieder zwei von denen gleichzeitig. Drei sogar. Das ist aber neu. Habe ich so auch noch nie gesehen. Im Sitzen kann er sich auch kratzen. Und jetzt macht der Concavenator Jagd auf einen Gallinimus. Jetzt kämpft hier gleich ein Concavenator gegen einen Tyrannosaurus Rex. Oder die schreien sich nur an, das kann auch sein. Ne, das sieht nach einem Kampf aus. Da hat der kleine Concavenator natürlich keine Chance. Ich hätte aber auch gehofft, dass die vielleicht im Team kämpfen. Aber das scheinen sie nicht zu machen. Die anderen Kollegen sind hier hinten und haben ihn einfach sterben lassen. Und jetzt kämpft hier ein Concavenator gegen einen Velociraptor. Ja, da hat der Raptor keine Chance. Den tritt er mit seiner langen Klaue ins Gesicht und dann bricht ihm das Genick. Und zu guter Letzt schauen wir uns natürlich auch noch die Skins an. Die Herzen sind übrigens meine Favoriten, also nicht, dass euch wundert. Und das kann man dann auch wieder kombinieren hier mit verschiedenen Musterfarben. Also da gibt es wieder ganz, ganz viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Ich mache jetzt mal so einen lilanen. Oh, der klingt ja böse. Das ist die zweite neue Spezies. Der Gigantoraptor. Hat auch eine sehr coole Musik, wenn er reinkommt. Der erinnert mich von den Sounds so ein bisschen an einen Kasuar. Also es klingt schon sehr, sehr tief so und sehr, sehr böse, die Stimme.
Da hat er sich gerade hingesetzt. Der hat auch einen sehr interessanten Schnabel. Der geht noch voll weit nach hier oben. Jetzt reibt er sich im Sand. Bei dem bin ich richtig auf die Kampfanimation gespannt. Ich hoffe, der kämpft ganz viel mit seinen Klauen. Der hat ja hier richtig lange, scharfe Krallen und auch an den Füßen. Aber die scheinen sich sehr viel zu sozialisieren. Der ist echt riesig. Sieht man, glaube ich, ganz gut im Vergleich gerade zum Futterspender. Die da hinten sozialisieren sich immer noch. Wir sind auf jeden Fall sehr kommunikativ. Also die reden ganz viel miteinander. Die machen halt immer noch weiter. Was ist denn da los? Die können gar nicht genug voneinander bekommen. Ja, selbst beim Trinken reden die ganze Zeit. Und die da hinten sind, glaube ich, irgendwie verbuggt. Die hören nicht mehr auf. Die machen immer und immer weiter. Die werden wahrscheinlich einfach gleich verhungern. Keine Ahnung, was da los ist. Der hier trinkt ja auch gerade. Ja, die machen immer weiter hier. Ich glaube, die machen es jetzt wieder. Na, guck mal. Ich bin gespannt, ob die verhungern. Lass es einfach mal so geschehen. Und wieder sozialisieren. Oh, ich habe gerade gesehen, die fressen sogar Fleisch und Pflanzen. Das ist ja interessant. Blätterboden fressen die. Und Fleisch auch. Ich weiß halt nicht, ob die jetzt wirklich dann auch Ziegen jagen würden. Keine Ahnung. Hier laufen auf jeden Fall Ziegen rum. Na, guck mal, der säubert sich auch so ein bisschen das Gefieder. Oh, das ist ja süß. Jetzt gehen sie alle gemeinsam Blätter fressen. Ja, da kommen sie aber auch wirklich alle. Und die Ziege läuft einfach hier durch. Die hat gar keine Angst. Oh, ich habe jetzt gerade mal pausiert. Der rennt hier gerade. Der ist echt schnell unterwegs. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt gerannt ist. Wahrscheinlich, weil er gerade den Therizinosaurus hier jagt. Oh, ich glaube, der kämpft jetzt gegen den Therizinosaurus. Ja, das sieht ganz so aus. Boah, er tritt ihn richtig mit seiner Kralle. Das finde ich sehr gut. Darauf habe ich auch gehofft, dass er mit den Krallen arbeitet. Aber er kriegt jetzt hier auch einmal die Klaue ab. Seine Kollegen kommen auch dazu, aber ich glaube nicht, dass die mitkämpfen. Der schlichtet, der stellt sich dazwischen. Ich glaube, das ist sehr, sehr ausgeglichen. Beide bluten auf jeden Fall. Aber das hat sogar der Gigantoraptor gewonnen. Jetzt geht der Kampf hier weiter. Oh, er tritt ihn einfach um. Okay, krass. Das war mal ein cooler Finisher. Das sah ganz nice aus. Danach pickt er sich hier direkt wieder das Fell sauber. Oh, da hinten kämpfen die auch gegeneinander.
Aber das ist wahrscheinlich nur ein Kampf um den Alpha-Status. Oh, die treten sich schon böse. Und jetzt greifen Velociraptoren den Gigantoraptor an. Werden aber direkt wieder alle abgeschleudert. Boah, springt sogar bis an den Kopf. Na, jetzt trennen sie sich wieder. Und gehen direkt auf den nächsten los. Oha. Aber so eine richtige Verteidigungsanimation macht er nicht, außer sich schütteln, oder? Schleudert sie zwar gut weg, aber ich hätte ein bisschen gehofft darauf, dass er mit seinen Füßen auch zutritt. Einer der Raptoren ist jetzt gestorben. Ne, zwei sogar. Und auch bei dem Gigantoraptor schauen wir uns natürlich noch die Skins gemeinsam an. Da haben wir auch wieder viele verschiedene Farben. Die kann man dann natürlich auch mit den Mustern kombinieren. Das hier sieht cool aus. Bisschen aus wie ein Papagei. Ja, da kann man schon echt schöne Gefieder mitmachen. Und bei den Animationen, das haben wir wahrscheinlich auch alles gesehen. Ja, dürfte eigentlich. Und das hier ist die dritte neue Spezies, der Tarbosaurus. Das ist auch der 2022er Skin von Camp Kreidezeit. Klingt auch böse vom Sound, ne? Und der ist sehr, sehr bullig. Einen riesigen Schädel und auch sehr große Augen. Ich glaube, der kann richtig, richtig stark zubeißen. Oh, der legt sich ja richtig auf den Boden beim Reiben. Das ist ja cool. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich glaube, jetzt sozialisieren die sich auch. Schnuppern so ein bisschen aneinander und schnappen dann. Aber liebevolle Schnappen. Jetzt gehen die gemeinsam was trinken. Oder auch nicht. Der eine geht, glaube ich, jagen. Ne, der ist einfach weggerannt. Ah, ich dachte, schade. Ich dachte, der geht jagen. Ich glaube, dann geht er doch nur zum Fleisch. Vielleicht teilen die sich ja auch so einen Fleischbrocken. Das wäre cool. Gehen jetzt auf jeden Fall gemeinsam fressen. Na, ja, geteilt haben sie sich leider jetzt nichts. Jetzt jagt der Tarbo hier eine Ziege. Mal sehen, ob er die kriegen wird. Er ist jetzt nicht unbedingt der Schnellste, aber ist halt auch so massiv. Boah, die hat er aber brutal getötet. Einfach komplett mit dem Hals auf den Boden geschleudert. Oder so einmal gegen den Boden. Jetzt macht der Tarbo hier Jagd auf einen kleinen Pachi. Ich glaube, die Animation kannten wir aber schon.
Sah ähnlich aus wie die vom Spino. Noch so ein kurzer Sprung, kurz bevor er das Ziel erreicht. Ja, beim Homalocephala hat er die gleiche Animation wie bei der Ziege. Er wird hier einfach runtergeschluckt. Oh, jetzt müssen wir mal eben gucken. Jetzt wird es sehr spannend. Also der macht jetzt hier gerade Jagd auf den Edmonto und gleichzeitig kämpft er gegen den Triceratops da hinten. Wir schauen uns erstmal das hier an. Die Animation kennen wir ja auch schon. Das ist die Standard-T-Rex-Animation. Aber die beiden scheinen hier doch nicht gegeneinander zu kämpfen. Ganz, ganz seltsam. Ja, jagt jetzt halt eine Ziege. Jetzt bin ich mal gespannt, ob diesmal was passiert. Ja, diesmal kämpfen sie. Er hätte ihn auch direkt gefinisht. Oh, jetzt kämpfen sie gegeneinander. Ich glaube, die haben aber die Standard-Animation von den großen Fleischfressern. Ich glaube, das war keine neue Animation. Dann brauchen wir es eigentlich gar nicht gegen den T-Rex noch testen, weil die habe ich schon gerade schon freigelassen. Aber das wird dann genau die gleiche Kampfanimation sein. Auf den Finisher könnten wir halt noch hoffen, dass da irgendwie was passiert. Oh, den packt er sich direkt. Und bringt ihn zu Boden. Ja, das sind aber leider die Standardanimationen. Und auch hier schauen wir natürlich wieder im Species Viewer wegen den Skins. Da gibt es wieder viele verschiedene Hautfarben. Das kann man dann auch wieder kombinieren mit den Musterfarben. Nehmen wir hier so einen grünen, den fand ich ganz cool. Dann suchen wir uns hier mal ein cooles Muster aus. Ah, das sind schöne Farben. Nehmen wir aber jetzt mal das Orange, ne, finde ich ganz passend. Ich mag die Stacheln sehr gerne auf seinem Rücken. Ich finde es auch cool, dass er so gepanzert aussieht. Gerade hatte ich übrigens hier diesen Skin. Das ist der Camp Kreidezeit Tabo. Und das hier ist die vierte neue Spezies aus dem Cretaceous Predator Pack. Der Utahraptor. Der ist auf jeden Fall größer als der Velociraptor. Zumindest so vom ersten Eindruck. Können wir gleich mal einen freilassen und die dann nebeneinander angucken. Der hat aber auch einen viel größeren Kopf. Die Sounds sind sehr ähnlich, aber ja, variieren trotzdem noch so ein bisschen. Also von der Tonhöhe. Finde ich aber cool. Also man erkennt halt direkt, dass es ein Raptor-Schrei ist. Das mag ich sehr gerne. Und der hat auch wieder sehr schöne Federn. Das ist ein cooler Skin. Hier sehen die Federn echt cool aus am Rand. Das ist ja eine coole Sozialisieren-Animation. Jetzt sehen wir die nochmal. Der hier will jetzt so dringend kuscheln. Und drängt sich sehr auf. Und der andere weicht einfach aus. Und dann fällt der hier hin. Hier sehen wir ihn jetzt auch trinken. Der wird wahrscheinlich sehr ähnliche Animationen haben wie die anderen Raptoren. Anderen kommen jetzt aber auch dazu. Also vielleicht interagieren die dann auch beim Futtern. Die schreien sich einfach an.
Jetzt geht er hier auf eine Ziege los. Die tritt er richtig weg. Also die packt er sich, macht sie dann mit seinen Krallen an den Füßen tot und schleudert sie dann weg. Jetzt sehen wir ihn gleich im Größenvergleich zum Velociraptor. Also der Velociraptor ist auf jeden Fall deutlich kleiner. Mal gucken, wer sich jetzt hier besser schlägt im Kampf. Die beiden haben sich jetzt hingelegt. Sieht echt interessant aus, wie die so flach ihre Federn ablegen. Jetzt schütteln sie sich beide. Ich hoffe, die gehen gleich auf den Para los. Das würde ich gern sehen. Aber die dürften eigentlich die ganz normalen Pack-Hunting-Animations haben. Dass sie halt an den Gegner ranspringen, gemeinsam. Der hier schläft gerade noch. Mal sehen, ob der jetzt erwacht, wenn der Para hier dran vorbeiläuft. Er schreit ihn halt sogar an, aber es juckt ihn nicht. Schlafen gerade alle. Na, da hat der Para echt Glück. An seiner Stelle würde ich jetzt schnell vorbeirennen. Die können übrigens, glaube ich, doch nicht im Pack angreifen, weil den Para haben sie bis jetzt in Ruhe gelassen. Aber hier rennen sie auch wieder beide hinterher. Das ist aber, glaube ich, auch eine Standardanimation. Die kannte ich, glaube ich, schon. Also jetzt finden wir auf jeden Fall raus, ob die im Pack angreifen. Ne, er sieht aber nicht so aus. Also er kämpft hier halt einfach komplett alleine gegen den T-Rex. Wenn die auf jeden Fall nicht gemeinsam kämpfen. Sehr schade. Hätte ich gern gesehen bei dem Utahraptor. Und auch hier schauen wir uns natürlich wieder die verschiedenen Gefiederfarben an. Der gefällt mir richtig gut. Die Blautöne sehen auch gut aus. Auch gut. Ah, da gibt es wieder viele coole Farben. Oh, auch ein goldener. Und auch ein lilaner. Also wieder viele, viele verschiedene Farben. Auch sehr knallige Töne. Nehmen wir jetzt mal den hier. Und das kann man dann auch wieder mit verschiedenen Mustern kombinieren. Wie knallig der aussieht. Und das waren jetzt alle vier neuen Spezies von dem Cretaceous Predator Pack. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche dieser vier Spezies euch davon am besten gefällt. Und lasst auch gerne ein Like da, falls euch das Video gefallen haben sollte. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.